Hallo und willkommen zurück zu der Task Force X, zu den Suicide Squad. Wir gehen zu den Ziel. Oh, was haben wir da drüben? Haben wir das schon? Ich hab keine Ahnung. Ist das ein Riss in der Welt? Haben Sie das schon gesehen? Der Daily Planet nennt es das Schädelschiff. Lombards Kolumne zur Folge. Doch, ich glaube, das muss man schauen. Ein fliegendes Schiff, das aussieht wie ein Schädel? Und die Justice League ist da hochgeflogen? Also bitte, Superman, Green Lantern. Ich würde behaupten, unsere Erfahrung mit außerirdischen Besuchern ist bisher mehr als positiv. Vielleicht, aber warum ist niemand gekommen, uns zu begrüßen? Ein richtiger Such- und Rettungsdienst. Ich habe den Hilfspaket nicht vergessen. Genau, das ist ja auch eine Aufgabe, die man machen muss. Oder soll. Können wir diese Effekte bekommen? Sie kommen. Heck, lass sie nicht einfach so fallen. Ich weiß, es ist kompliziert. Ist in Australien nicht alles giftig? Nur Spinnen und Quallen und so Zeug. Der Geschichten aus der Gruft ist ein Haus mit Mystery. Ja, dass man die Gehirne, das finde ich ein wenig doof, dass sie da nicht weg sind. Ziel eliminiert, minimale Kollateralschäden. So, was soll's sein? Was ist denn hier los? Gucken wir mal ganz kurz und was finden. Ne, jetzt dachte ich schon, da oben wäre was. Von den Soldaten, an denen Ivy rumexperimentiert hat. Sieht aus, als würden sie es nicht mehr lange machen. Ah ja, es ist toll, sie wieder in ihrem Element zu erleben. Greift Herrn Kornholer an. Diese Zivilisten bleiben hier. Ja. Mist. Weg damit! Ruft Kolchenk! Was ist euch jetzt gekriegt, oder? Hat jemand den Namen der Augustin? Ich will wissen, wer mir was schuld. Ja, genau. Diese Typen haben. Gut, ihr Jammergestalten! Zeit für Effekte! Glaubt mir, das Volk lässt die lila Mistkerle weiß werden! Okay. RT halten. Dann mal los! Der Schutz! Nicht damit aufs Gesicht zielen. Und Boomerang, nicht die Zunge dran halten. Was sind sie denn? Alter, frisch und eiskalt. Wie für mich gemacht. Locker aus der Hand. Kanone. Ja, ja, schon klar. Wo willst du denn hin? Was doch mal hier? Direkt rein. Hallo Jungs, wo seid ihr? Mal schauen. Training abgeschlossen.
Wie ich Luther kenne, wird es härter als bei Pinguin. Bereiten wir uns vor. Woher kennst du Luther? Meine Aufträge einsammeln. Haben wir etwas Eis? Ich will kein Wort über Abzocke hören. Du nimmst, was du kriegst. Was? Da gibt's sogar Waffen, die wollen wir als Belohnung. Das sollte für ein paar Lacher gut sein. Wenn nicht, es ist bezahlt. Was? Okay. Oh, ich kenne ihn halt. Das sind ja eh so kleine Nebenmissionen oder Aufträge, die man mitmachen kann. Ich mag's nicht, beobachtet zu werden. Wir laufen den Ball. Achso, wo müssen wir eigentlich hin? Was war das? Achso, das kann man immer wieder machen, oder? Waller besteht darauf, dass ihr Luther sicherstellt. Folgt dem Peilsender zu seinem Herzschlag. Ich muss erst mal das Kreuz finden. Ich muss zugeben, ich bin etwas neidisch, dass Lex diese Alien-Technologie... Achso, gibt's kein Kreuz. Du kannst an diesem Alien-Kram nicht rumspielen. Willst du deine eigene Haut rumdrehen, die verdammten Augen aus den Höhlen brutzeln? Willst du... Oh, jetzt willst du, es muss noch mehr. Her damit! Jetpacks, Mann! Ja. Erst einmal vorsichtig gucken. Ich bin gespannt darauf, den Mann zu treffen, der diese Hirnbomben finanziert hat. Du kannst ihn nicht töten. Dann tötet Waller dich. Ich hatte echt an alles gedacht, was? Erwischt. Du bereitest sie vor, der Chat. Ich mach sie fertig. Jetzt können wir die Kanone wieder aufbringen. Musik in meinen Ohren, Sanfi. Da haben wir was gekriegt. Nutzt Brainiacs Terminals zu eurem Vorteil. Sorgt dafür, dass sich die eventuellen Nebeneffekte lohnen. Ach, das ist eine Mission. Daten werden gescannt. Pinguin, ich höre dich atmen. Oh, sorry. Aber wenn dieser Brainiac-Typ so große Waffen baut, stellt euch mal vor, wie groß seine Baseballschläger sind. Was ist das? Atme einfach nicht ins Mikrofon. Beachtet uns gar nicht. Kämpfen wir draußen nur gegen Alien. Das läuft mir ab. Das Begrüßungskomitee ist bereit. Feindartillerie in eurem Einsatzbereich. Boah, was geht jetzt da, Mann? Das Gewürme da, ey. Dafür kann er das zerstören. Wo ist er jetzt hin? Und den haben wir auch.
Muss natürlich immer ein bisschen Munition sammeln. Ah, shit. Ist das Treffer oder was? Es geht ja da. Das dachte ich da war, ne? Da ist noch, ne? Also, zack. So nicht. Sonst bist du doch bald alle. Na. Das magst du keine 220 Mal weg, ne? Zeig doch mal was. Jetzt. Schalten wir die neuen Gegner aus. Was ist die neuen? Konzentriere mich auf Boomerang. Ja, den braucht ihr keiner. Da ist er doch. In die Vertikale. Dann kommt doch, ihr Alien-Wichser. Oh. Verbleibende Feinde 2. Mehr Gegner warten auf uns. Worauf warten wir? Die Widerstände. Oh, ja, ja. Sie werden bald tot sein. Das ist auf der anderen Seite, ne? Den ganzen Tag Idioten ausschalten. Das ist quasi mein Job. Ja, aber das sind die nicht, ne? Neue Gegner, schicken wir sie wieder zurück. Taktische Verlagerung. Frag mich, wo die sich verstecken. Ja, keine Ahnung. Ich hab's hier. Die kommen ja immer wieder, habe ich das Gefühl. Ich muss die finden. Wir wollen uns wirklich an den Kragen. Erinnert mich an zu Hause. Die einen Totenkopf haben, ne? Die aktuell mal Ziel sind. Aber ich finde die gar nicht. Der Blöde ist klingt. Oh shit. Jetzt haben wir nicht aufpasst. Was. Die Liste meiner Abschüsse ist himmelhoch. Der ist aber unten. Der schießt da durch. Ich
der Gegner drauf. Das ist ein anderer Panzer. Keine Sorge, Harald. Ich hab ihn rein. Oder muss ich die anderen da? Dann sag ich mal feststellen. Sind wir gar nicht so sicher. Testen. Wo ist denn der? Kein Boost mehr? Komm schon! Dann machen wir damit. Der schießt da durch alles durch, ne? Okay, hier sind die Panzer. Eigentlich, wenn man aufpasst, dann ist eigentlich ganz ziemlich gut alles markiert. Also, ich brauche den nächsten Totenkopf hier. Die sind es nicht, die nervenlos. Und ich fürchte, das ist noch ein Panzer. Komm, so jetzt Abwechslung. Die Frage ist, was, wo ist der? Nebengeschäft ist erledigt, Oswald. Was? Bravo! Ich habe nie daran gezweifelt, dass ihr vier es schaffen würdet mit euren bemerkenswerten Talenten. Du weißt, dass das Sarkasmus ist. Schwierige Kindheit. Nie echte Liebe erlebt. Anscheinend hing der Gegner irgendwo. Okay, das kann ich. Kostümierten Freaks ha, klatschen sich ein wenig Farbe auf ihre Waffe, eine extra Klinge hier oder zwei und das war's. Nein, 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 ihr wollt kreativ werden, wenn es darum geht, Menschen zu verletzen. Lasst den Pinguin machen. Jetzt können wir schon mal legendäre Nahkampfwaffen herstellen, das ist schon mal nicht schlecht. Gibt's auch was Gutes? Das ist für einen Profi. Gut, dass es meins ist. Das ist schlechter. Geht vom Angriff und so weiter runter. Aber dafür hat's natürlich. Ja, das kann man jetzt sehen, wenn man will, ne? Ich behalte meins. Wähle eine Mission und wir müssten wieder zurück. Aber ich würde mal sagen, wir sammeln das hier. Das haben wir ja runtergeschossen. Aktiviere Boost! Oder? Aber den nehmen wir schon mit, wenn wir es entdeckt haben. Und hier ist noch eins. Ich hab's auch gefragt. Oh ja, sorry. Und die Drohnen schießen wir natürlich runter. Ja, irgendwo hier soll dann sein. Triage in zivilen Händen.
übertrieben. Wenn Sie medizinische Hilfe benötigen, sollten Sie das nächstgelegene Zentrum in Betracht ziehen, anstatt... Pass auf euch auf! Was soll's sein? Ehrlich gesagt suche ich da das Fragezeichen. Also hier unten ist es anscheinend nicht. Aber man könnte auch das da hinnehmen. Dieses Profil war genial versteckt, nicht wahr? Naja. Das abkauft. Ja, ich überhitze. Assimilation ist unvermeidlich. Assimilation. Das sind schon fast wie die Box hier. Waller besteht darauf, dass ihr Luther sicherstellt. Folgt dem Peilsender zu seinem Herzschlag. Okay, da war ja was. Dass Ivy an Wallers Soldaten Experimente durchführt. Okay, haben wir uns wieder fast. Hast du Ivys süßen Hundeblick gesehen? Wer soll da widerstehen? Ziel an. Aber. Ich war Wallers Versuchskaninchen. Bakterien zur Eliminierung. Da ist eine Kanone. Verbessert euer Unterstützungsteam. Das erhöht vielleicht eure Chancen. Hab ich vor, ja. Ich brauche keine Luft. Mal gucken, dann ist Sau, du. Argus dankt euch für eure selbstlose und vollkommen un... Dein Ausflug, Deadshot? Cool! Aber ich kann nicht versprechen, dass wir uns dann um deine kopflose Leiche kümmern. Da ist eine Drohne. Nicht auf die Drohne, Leute! Holen wir uns die Tür! Natürlich. Ich hab nachladen müssen. Wir müssen beim Ziel bleiben. Außerhalb des Zentrums der Wissenschaft. Etwas Großes verkleidet und zeigt seine Kraft. Seine Kraft. Ja, aber nicht jetzt. Die blöden Rätsel da. Dachte ich, da ist was gespawnt. Oh, schade. Alles okay? Das würde ich auch gerade fragen. Sollst du denn mal alles anfassen? Und wieder verrät dich deine mangelnde Oberkörperkraft, Boomerang. Shark, warte, das ist... Oh Gott. Harley, hol uns hier raus. Harley, das ist eine Falle. Harley, fass uns nicht an. Ach, aber wenn ihr sagt, dass ich's nicht darf, will ich's umso mehr, versteht ihr? Nein! Nicht, Harley! Hat sich gelohnt. Scheiße. Ich dachte, das würde bestenfalls einen von euch fangen. Alex, wir übertreffen nun mal die Vorstellungskraft. Gib auf, Luther. Wir sind deutlich mehr und haben mehr Waffen. Sieh an. Von dir bräuchte ich eine Armee. Ja, er ist ziemlich enttäuschend, wenn man ihn kennenlernt. Das scheint ihr alle gemein zu haben. Sagt Waller, sie soll sich schön fernhalten.
Und nun entschuldigt mich, mein Plan zur Neutralisierung der Justice League beginnt jetzt. Ich werde das genießen. Na, hast du ein Problem? Alles okay? Wo ist... Du bist gleich da, oh, Lexi. Shit. Flash ist zurück. Komm schon. Guter Flash oder böser Flash? Oh, ja! Eindeutig böse. Wir wissen, dass du Hilfe hast, Lex. Erzähl mir von deinem geheimen Freund. Erspar dir ein paar Knochenbrüche. Jetzt schieß doch schon! Das ist Flash. Schick ihm die Kugel doch gleich per Post. Na, erwischt? Teufel. Seid ihr den ganzen Weg hier hochgekraxelt, um an dieser schwitzigen LexCorp-Rüstung zu schnüffeln? Mann, die Kacke ist am Dampfen, wenn... Wirklich? Schick mir die Kugel doch gleich per Post. Wie dem auch sei, was ich sagen wollte, war... Lass mich raten. Brainiac stellt was Schreckliches mit Luther an und wir sind die Nächsten. Bla, bla. Bock mich! Ja! Rück den Geldsack da drüben raus und wir machen Verschwindibus! Was, damit ihr sein Taschengeld stehlen könnt? Nein, 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 nein. Wisst ihr, Brainiac braucht Luther und... Oh, wisst ihr was? Wartet mal kurz. Hallo, Brainiac. Passiert es jetzt? Großartig. Du wirst Luther jeden Moment bekommen. Hört mal zu. Wenn ihr Luther wollt, müsst ihr nur kommen und ihn holen. Was zum Geier? Glaubt er etwa, dass wir ihn hören können? Das klingt ja klasse. So, und wie machen wir das jetzt platt? Ich glaube, wir fangen mit ihr an. Das ist lange nicht alles gewesen.
den hier auf. Schätze bekommt Energie. Zauber. Du bist der beste Profikiller der Welt? Ja, klar. Immer mit der Ruhe, das kriegen wir alle schon. Scheiße. Bäh, das Ding hat keine Schwachstellen. Was zum Teufel sollen wir tun? Hacks Analyse zufolge ist das Ding randvoll mit Terminals. Hack? Sie reagieren auf die Nanotechnologie anderer Terminals. Das könnte sie rausbringen. Die Kanone hat vier. Ich markiere Balken. Die Nanotech-Überreste getöteter Feinde. Holt euch so viel davon, wie ihr könnt. Na klasse. Den Schleim? Ihr habt sie gehört. Einsammeln, Leute. Fühlt sich eher wie eine Boomer-Sache an. Mach's einfach. Bereit? Ich habe einen Ort auf der Kanone mit hoher Terminal-Konzentration markiert. Da muss die Nanotech hin. Wärmt eure Wurfarme auf und erledigt die Sache, TFX. Wie viel muss ich da noch? Schnappt euch die Schreie! Nur so können wir dieses Ding knacken! Wie wäre es, wenn ich eure Schreie... Diesen Zahlen zufolge habt ihr eure Schwachstelle hier recht. Gebt alles, was ihr habt. Das hat Schaden angerichtet. Besorgt mehr Terminat-Nano. Oh, shit. Mist. Okay, jetzt müssen wir wieder das Blatt machen, genau. Kommt schon. Flashback! Jetzt muss ich euch Idioten wehtun. Hey. Kein Versteckspiel! Los, los! Den können wir nicht knallen. Das ist eben mein Ge- Seht her! Ich bin Deadshot! Terminal die Kanone! Und sammelt alles ein! Scheiß Flasche ist auch noch da. Besonderes, Alter. Okay, darüber müssen wir. Was ist jetzt? Du bleibst schon da. Wo steht dein Schloss, King Shark? Ah, der Name ist nur ironisch gemeint? Echt traurig, Mann. Da haben wir unsere Schlossstelle auf dem Ding. Nein, das ist kein Problem. Überhaupt kein Problem. Ah, ich hab grad... konnte nicht fliegen. Ihr habt ihre Aufmerksamkeit. Wir würden euch ja lieben gern mit euch uns anzuschließen, aber können wir mit euch versagen? So, 6 brauchen wir noch. 6 ist locker. Richtig hart drauf, ey. Je länger ich liege, desto schlimmer sieht's aus. Komm, komm, komm. Ist schon okay, wenn ich mitmache, oder? Hast du 3 Stück noch? Ich dachte, ich hätte gesammelt.
kleiner Froschkopf. Was nennst du? Kämpfen du Goldfisch? Neue Feuersequenz! So, jetzt müsst ihr es aber haben. Hauen wir jetzt ab. Schicke euch. Das reicht, um die Kanone aufzubrechen. Wirklich? Wo muss man hin? Fünf oder sechs? Riesenkanone zerstört. Sag mal her. Oh, das ist echt gutes Zeug. Ein Sammlerstück. Man muss den Bösewicht nicht mögen, um das Branding zu schätzen. Diese persönlichen Nummern bieten Tricks, die man sonst nirgends findet. Vielleicht ist was dabei, das euren schrecklichen Bedürfnissen entspricht. Gebt mir Bescheid. Unten rechts sieht man da die Farbskala. Weiß, also grau, dann grün, dann türkis, lila, gold und dann rosa oder was das ist. Und dann kommt die nächste Farbe noch, das ist dann die allerletzte. Das müsste rot sein. Das ist dann die höchste Waffenkategorie. Das ist echtes Superschurkenzeug. Berüchtigt. Ich nehm's. Das ist schon mal nicht schlecht. Scharfschützengewehr. Ne, wir haben schon eins. Das ist die gleiche. Der plus 9%. Und die ist vom Schaden ein bisschen geringer. Also das war jetzt auch eklig, da. Okay. Gott, sind die bescheuert, ey. Wo ist Flash? Wer ist entkommen? Wir sind wegen Lex hier. Holen wir ihn. Jetzt. Gleich. Dein Gehirn? Deine Wahl. Genau. Wir haben hier 10 Kommen höher. Nahkampftreffer, das mache ich immer relativ wenig. Erfolgreiche Konter
regenerieren 5% Schild und kritische Konter regenerieren 10% Schild. Das ist natürlich gar nicht mehr so schlecht. Spielstil Scharfschütze oder Taktiker? Wir spielen ja hier Scharfschütze. Würde gehen. Also das macht keinen Sinn, weil wir kein Bomber oder Taktiker spielen. Ich würde fast das nehmen. Ist der aber zu weit weggeschleudert? Hey, ich glaube Luther ist noch da drin. Gucken wir mal. Na, spielst du jetzt mit uns? Respekt, nicht mal gekotzt. Und wie ist der Anti-Flash-Plan so gelaufen? Sag schon. Er läuft noch. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Ich hab zu tun. Waller sagt, du kannst die Invasion stoppen. Du kommst mit. Nein, ich werde hier gebraucht. Waller ist kurzsichtig. Bei einer Katastrophe diesen Ausmaßes gibt es keine schnelle Lösung. Wenn ihr wollt, dass diese Invasion endet, dann... Warum erkläre ich das eigentlich einer Hilfskraft? Geht mir aus dem... Na hallo, Schlafmütze! Wir haben noch ein Verhör vor uns! Oh! Kaffee? Diesmal solltest du wach bleiben. Du weißt schon, für die Folter. Ist ja widerlich. Okay, wir sind hier fertig. Hey! Glaubst du echt, ich lass dich einfach so gehen? Damit du diesen Deppen erzählst, was du weißt? Glaubst du, die halten uns auf? Nein. Aber ich... Ach du Scheiße! Schnappt ihn! Trifft du ihn überhaupt? Der ist da bestimmt vorher raus. Nicht schlecht, Lex. Ich fand deine Erfindung immer scheiße. Aber das... Na, wer hätt's gedacht? Er hatte doch ein Herz. Fang! Was? Ah, das Ding da! Was dachtet ihr, was passiert? Ihr kriecht einfach so aus euren Zellen und rettet am Ende die Welt? Erbärmlich. Erbärmlich? Wenigstens bin ich kein Held, der sich an ein Alien ranwanzt. Okay, Boomerang. Willst du sehen, was ein echter Held kann? Sieh genau hin. Tür die Flasche. Pass auf, Boomerang! Ich werde deine kleinen Freunde hier umbringen! Wie soll ich denn töten? Wow, das war einfach erbärmlich!
soll ich den töten? Was soll das? Ich kann da nicht rein. Ausgeschaltet mit allen Leuten. Der kleine Stimmstiefel. Wonder Woman, hat Green Lantern dich jemals gefunden? Weißt du was? Sieht ganz danach aus. Flash! Wie beende ich das? Gar nicht. Brainiac verwandelt die Erde in ein neues Kolo. Aber erst müssen wir jeden Mann, jede Frau und jedes Kind ermorden. Selbst die Hunde. Barry! Bitte, sag mir wie. Barry! Du musst uns töten, Diana. Nur unser Tod rettet die Welt. Barry! Echt mies das mit den Freunden, Prinzessin. Weißt du, Flash zu töten ist auch auf unserer Liste. Lust auf ein Team-Up? Was wohl nein? Lass sie doch ausreden. Ich wäre dafür. Barry, wer zur Hölle ist Barry? Ich bin eine Friedenskriegerin. Ich habe geschworen, nie aus Zorn zu handeln. Aber ihr vier, mich wirklich auf die Probe! Gar nicht so übel hier. Hast du Witze? Es stinkt nach Fuhl. Sag, du kannst im Dunkeln sehen, oder? Nein. Da hat man einen waschechten Ei und der taugt zu nichts. Alle! Frag doch den Kerl mit der dummen taktischen Maske! Oh ja! That's up! Floyd? Klappe halten! Ich hasse kleine Räume, ich hasse verlieren, ich brauche Luft und sitze hier fest mit euch Arschlöchern! Da bittet man ihn, was zu sagen. Jemand fasst mich an. Ich nicht! Moment mal, vielleicht bin ich's doch. Mach ruhig weiter. Ich dachte, du wärst ein Griff. Aber was fass ich denn da an? Ich schwöre, ich bring euch alle um. Süßer, komm wieder runter. Atme einfach tief durch, alles klar? Mama befreit uns aus dieser Blechbüchse. Nein! Hast du den Verstand verloren, Quinn? Wieder mal? Ich muss mich setzen. Oder irgendwo festhalten. Jetzt fassen mich alle an. Nein, immer noch ich. Langsam glaube ich, hier gibt's gar keine Griffe. Haltet alle mal die Klappe. Du wolltest doch. Ich will verdammt nochmal raus! Hey da drin. Wenn ihr die seid, für die ich euch halte, bereue ich das hoffentlich nicht. Oh, die preisgekrönte Journalistin Lois Lane. Okay, ich lass euch raus. Tut mir leid, hab keine Zeit zum Händeschütteln. Oh, wow. Was ich nicht alles für eine Story tue. Oh,
Wo sind wir jetzt hier? Ist ja cool. Wir haben uns durch die Wand gerammt. Ja, ich würde mal sagen, wir machen hier ein kleines Päuschen. Lane, bist du noch hier? Mhm. Aber warum seid ihr vier in Metropolis? Ist unsere Spezialität, immer da zu landen, wo wir nicht sein wollen. Okay. Und habt ihr Superman gesehen? Noch nicht. Brainiac bereitet ihn vielleicht auf eine große Gräueltat vor. Oh nein. Wenn er echt gegen uns ist, brauchen wir alle Helden, die wir kriegen können. Sogar euch. Das ist deine Meinung, aber nachvollziehbar. In Perrys Büro geht's über den Balkon raus. Viel Glück. Ja, wie gesagt, das wollen wir dann das nächste Mal erleben. Dann sage ich Dankeschön fürs... Keine Büromaterialien, Captain Boomerang. Ist wieder was eingesteckt? Nicht unbedingt die Art Profiling, die ich mir erhofft hatte. Ja, dann sage ich Ciao, bis zur nächsten Folge. Bye. Pick and choose, sit and lose, all you different crews, chicks and dudes, so you think it's really cool.